Wir sind hier im LD-Haus. Das ist eine Gedenkstätte und ein Museum und eine Forschungseinrichtung. Hier war von 1935 bis 1945 der Sitz der Kölner Gestapo. Und die Kölner Gestapo hatte ja für den sogenannten GAU Köln-Aachen Zuständigkeit, das heißt auch ganz weite Bereiche im Westen hier des heutigen Nordrhein-Westfalens, wurden von der Kölner Gestapo kontrolliert und überwacht. Dieser sogenannte Baueinsatz Westwall, da werden Hitlerjungen mobilisiert, Jungs Jahrgang 1927 bis 1930, die dann dahin gefahren werden. Ein völlig planloser Einsatz. Man macht so Propaganda, Front der Spaten neben der Front der Waffen. Das sind fast Kinder, die sollen da irgendwelche Gräben ausheben oder so und sind natürlich direkt in Frontnähe, haben überhaupt keine Erfahrung. Und da gibt es erstens hohe Verluste und zweitens, dass da natürlich sehr viele keine Lust haben und abhauen, ist auch völlig klar. Und diese Jugendlichen, die dann da abhauen, werden nun wiederum ziemlich erbittert verfolgt von der Gestapo. Entweder sie werden geschnappt und müssen wieder an den Westwall, wo sie sehr gefährdet sind und wo die Verluste tatsächlich hoch sind, da gibt es Beschreibungen drüber, oder sie werden dann auch eingesperrt. Also ein weiterer Grund, warum es wirklich keinen Anlass besteht, auf diese Schlacht im Hürtgenwald stolz zu sein aus deutscher Seite, ist natürlich, dass eben nicht nur am Hürtgenwald Hunderte von Menschen elendiglich sterben, also wirklich ja verrecken, sondern dass auch in dieser ganzen Zeit, die Zeit von Oktober, sind die Amerikaner in Aachen, bis Anfang März sind sie dann endlich in Köln. Das sind die Monate, wo hier massenhaft Hinrichtungen stattfinden. Die Gestapo nimmt in dieser Phase, also des bevorstehenden Einmarschs, knüpft die sich nach und nach jeden vor, dem sie habhaft werden kann. Und sie fangen an mit Hinrichtungen Oktober, November in Ehrenfeld. Öffentlich, vor aller Öffentlichkeit, werden Zwangsarbeiter und auch Edelweißpiraten hingerichtet. Und dann setzt sich das fort, indem also hier im LD-Haus, im Sitz der Gestapo, im Garten ein Galgen aufgestellt wird und täglich werden 30, 40 Menschen mindestens aus den Zellen herausgeführt in den Innenhof und dort hingerichtet. Also diese ganzen Verbrechen in der sogenannten Endphase, in diesen letzten Monaten, die können natürlich nur stattfinden, weil die Amerikaner nicht weiterkommen.